Ja, meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu Persona 3. Ich wollte gerade Royal sagen, aber nee, Persona 5 war Royal, das ist Persona 3 Portable. Tja, da sind wir wieder. In der letzten Folge haben wir uns ganz schön hartnäckig durch Tartarus gekämpft, haben ein paar Vögel abgeschossen, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir haben pompöse Duellierhandschuhe besiegt und sind dann an eine Barriere gekommen, die wir noch nicht durchbrechen können. Aber ich gehe mal davon aus, dass uns das Spiel jetzt in die richtige Richtung führen wird und dass jetzt irgendwas in der realen Welt passiert, was die Barriere durchbrechen wird in der Schattenwelt. So, ja. Das war unsere Persona vom letzten Mal. Ich hoffe, man hört mich, ich hoffe, es ist alles in Ordnung und wir gucken mal, ob wir denn noch irgendwie unterwegs sein können. Man kann alles verstehen, sehr schön, freut mich. So, wir haben noch ein bisschen Zeit, da steht noch so ein Zombie rum. Wir könnten eigentlich mal gucken, ob wir noch irgendwas fusionieren können, irgendwas Schönes. Ne? Ich glaube, das haben wir beim letzten Mal gar nicht gemacht. Willkommen im Velvet Room, wie kann ich dir heute helfen? Auftrag annehmen? Ne, wir haben alle Aufträge, oder? Letztes Mal übernommen, ja. Bring mir Kiefernharz. Ja, Bogenschießclub, genau. Da müssen wir noch hin. Ich muss noch mal ganz kurz, das ist jetzt auch schon eine Woche her, dass ich gespielt habe, deswegen muss ich mal ganz kurz gucken. Yuzumaru kriegen wir hin. Also ab und zu lassen die Schatten ja mal, wie gesagt, diese Waffenkarten fallen. Da war dieses Yuzumaru ja dabei. Haben wir gemacht. Der Rest, ja, und Käferpanzer. 6 bis 15 des ersten Tracks. Ah, da müssen wir wahrscheinlich nochmal hin, ne? Wir haben jetzt, glaube ich, den ersten Trakt schon erledigt. Das heißt, da müssen wir nochmal nach dem Käfer Ausschau halten. Aber das können wir dann beim nächsten Mal machen. Also beim nächsten Mal, wenn wir in Tartarus sind. Gucken wir mal. Können wir irgendwas fusionieren? Schleim. Oder was ist ein Gurr? Oh, cool. Ja, der sieht ja nice aus. Aber nee. Warte, wir machen jetzt nicht solche Dinger hier. Oh, wir können Jack Frost. Ah, da müssten wir Aramita mal. Das ist auch ein bisschen ungünstig. Bufa. Bufu. Polimpa versetzt einen Gegner in Panik. Hilft einem Verbündeten, der umgeworfen wurde. Ja, das ist praktisch. In Panik, ich weiß nicht. Also, Wu zum Beispiel, haben wir gemerkt, ist ja total nutzlos eigentlich. Vorneus. Oh, was haben wir denn hier? Level 1. Bufu, Schlag. Ja, Rakunda, Dia. Ist ja die Frage, ob sich so dafür wirklich Aramita mal eigentlich nicht. Weil ich finde ihn gerade eigentlich zu stark, als dass wir den wegschmeißen. Alp. Dia, Sekunda. Ja. Ach komm, lass mal erstmal gut sein. Ich glaube, momentan bringt das noch nichts. Also, wie gesagt, mit Aramita mal sind wir, glaube ich, ganz gut bedient momentan. Und der Rest, der wird sich dann einfach zeigen. Ja, was können wir denn machen? Keine Ahnung. Gehen wir arbeiten oder Kaffee Chagall? Hier kannst du nur Montag mit. Nee, als Kunde will ich da nicht rein. So, Eskapade bei der Club. Wie sieht's hier mit aus? Die haben heute wohl geschlossen. Das ist die Polizeiwache. Antiquitätenladen. Scheint geschlossen zu sein. So. Willkommen. Nee, eingekauft haben wir letztes Mal, glaube ich, schon. Power Records. Das Spiel kostet 200 Yen, willst du es probieren? Ach nee, komm, scheiß drauf, da gehen wir nach Hause. Ist okay, komm auch mal. Oder warte mal, was ist denn hier mit dieser komischen Gasse da? Ah, das ist die untere Gasse, das ist ja. Das ist mit Gasse gemeint. Alles klar, dann wollen wir doch mal wieder zurück ins Wohnheim. Was da so abgeht. Vielleicht können wir mal ein bisschen das Online-Game zocken. Persona 2 Innocence, ne? Das war Lacker, beim letzten Mal war das ja auf dem Plan hier. Bevor du ins Bett gehst, solltest du noch lernen. Nein. Ja, wie bin ich von der Stimmung her? Bin ich ganz gut drauf oder gut? Aber weißt du was? Komm, wir lernen ein bisschen. Scheiß drauf, Mama. Das ist doch die schönste Beschäftigung vorm Schlafen gehen, oder? Du hast dich entschieden zu lernen. Und schläfst dabei ein und hast die Schule verpennt. Dein Wissen hat sich erhöht, na immerhin. Du fühlst dich müde und erschöpft und den nächsten Tag in der Schule wirst du nicht mehr wach sein. So, mal sehen, was jetzt passiert.
Morgen, es wird wärmer, was? Na, wir haben ja auch schon Mai. Unglaublich, wie die Zeit rast. Oh, so ganz desinteressiert kann sein. Was juckt mich das? Ja, na klar, stimmt. Es ist so viel passiert. Weißt du was? Die Anzahl der Apathiesyndromfälle scheint in letzter Zeit nicht abzunehmen. Wir sind die Einzigen, die es mit den Schatten aufnehmen können. Daher sollten wir mehr trainieren, damit wir bereit sind, wenn sowas nochmal passiert. Vor allem ich will den anderen nicht im Weg rumstehen. Das tust du doch nicht, Yukari. Weil du bist zwar schon öfter gestorben, aber man muss ganz ehrlich sagen, Junpei war bis jetzt am nutzlosesten, was so zumindest die Schwächen betraf. Der hatte die meisten Schwächen der Gegner eigentlich immer bedient, ne? Und das war halt sehr ungünstig für uns, aber naja. Na ja, klar, bei den Vögeln hättest du das ein oder andere Mal ein bisschen besser. Akihiko-san's at the hospital getting a checkup. Gerade wenn man vom Teufel spricht. Ich wollte sagen, zwar hat sie ab und zu mal daneben getroffen bei den Vögeln, aber das hat sie ja in Grenzen gehalten. So, Akihiko ist im Krankenhaus. Mich interessiert das schon, das ist einer meiner Kumpanen, deswegen lass mal hingehen. Ja, ich glaube nicht. Ich glaube, das war ein eher Verzweiflungsakt, wenn man sich auf dich verlässt. Er hat nur gefragt, weil du nichts anderes zu tun hast nach der Schule. Hey, ich resent das. I'm just kidding. So, what do you want you to bring? Ein paar Drogen wahrscheinlich. The class roster for 2E. What's he want that for? Boah, Klolektüre, wer weiß, irgendwas wird's ja schon sein. I don't have practice today, so I'll go with you. You're coming too, right? Ja, klar. Ich meine, das Spiel möchte mich ja ganz offensichtlich in die Richtung leiten. Ich glaube, ich kann noch nicht absagen, aber würde ich auch gar nicht. Nein, ich komme gerne mit. Also vielleicht kriege ich jetzt hier auch einen neuen Social Link, den will ich mir auch nicht entgehen lassen. Wait a minute. Was denn? Is there a problem? Well, it was me he asked. Hey, sei mal nicht so, wir sind ein Team, ja. Also. Yukari kann auch gerne ja sagen. Das passt. Und er ist nicht da. Die Musik klingt nämlich schon sehr dramatisch jetzt. Statt Akihiko sitzt ein unbekannter junger Mann am Bett. Ich hoffe, es ist nicht dieses gruselige Kind. Wer bist du denn? Is Akihiko-senpai... Der sieht sehr erwischt aus, als ob er ja irgendwie gerade was vorhatte, was wir nicht sehen sollten. Hm. In this room? Nee, und er rennt weg. What are all of you guys doing here? Ja, was ist denn da mit deinem Kumpel? Wer war das denn? We came to see you. But it doesn't look like anything's wrong with you. Naja. Ich glaube, er hat irgendwas hier. Irgendwas geht da. Läuft da ganz schön... Ich wollte nicht sagen schief, sondern irgendwas ist da ganz schön faul. Mal gucken. I'm just here for a checkup. Mhm. Is that it, Aki? Was ist denn das hier? Dein Drogendealer oder was? Yeah, thanks. I don't have time for this shit. Oh, sehr sympathischer junger Mann hier, ne? Dann geh halt. You. Ich? Der junge Mann blickt dich auf dem Weg nach draußen an und ist sofort verliebt. Never mind. Ja, dann geh, also ich meine, du musst nicht mit mir reden. Also. Who was that? Ja, scheinbar ein sehr unfreundlicher Besucher. A friend from school. Mm. Sort of. Sort of, ja. Sowas sagt man, wenn man genau das nicht meint, ne? Also, sort of. You know how the number of apathy syndrome cases have been increasing? Mhm, ist mir schon klar. Well, he knows a few people who are suffering from it, so I was asking him about it. Hey Junpei, did you bring what I asked? Hey Junpei, du bist einfach nur da, um irgendwie Sachen zu bringen. Of course, Senpai. Sorry for the trouble. Well then, let's get going. Gut, na was soll der denn mitbringen? You should move your arm. Yeah, it's nothing. Also auch eine interessante Art und Weise, erstmal den so aus der Gruppe rauszuhalten. Ich meine, klar, man weiß hundertprozentig, der wird irgendwann mit dazukommen und mit denen kann man dann auch kämpfen wahrscheinlich. Also zusammenkämpfen. Aber erstmal zu sagen, okay, ich habe einen gebrochenen Arm. I've wasted enough time already. I need to get back to my training. Ja, was willst du machen? Ein Arm trainieren, dann ist er total muskulös und der andere ist so schlaff und abgemagert. By the way, Senpai, why boxing? Ja, weil er schon auf die Fresse hauen kann, darum. You mean, why did I choose that sport? Well, it's not the sport itself I like. I just wanted to learn how to fight. Ja, na gut, ich meine, dann ist das wahrscheinlich eine gute Wahl, ne? I know what it's like to feel powerless. Okay. Akihiko, sehr mysteriöser Charakter. Ich bin mal gespannt, was dahinter steckt, ne? And I don't want to feel that way again. Besides, I'm curious to see how strong I can get. Ja, das
du wirst doch sehr stark werden, glaubst du. Like a game, only I'm competing against myself. Well, that's an interesting way of looking at it. You know, I'm into games too. Ja, ich will gar nicht wissen, auf welches Spiel du stehst. Yeah, video games. Ekelhaft, Videospiele finde ich auch total zum Kotzen. Oh, but I like fighting games too. Whatever. Ich merke schon, Yukari und Junpei, die werden mal keine besten Freunde hier, ne? Aber gut, Junpei ist auch so ein kleiner Ryuji, ne? Hallöchen. Uns erwartet ein langes Wochenende, wir sollten also den Tartarus erkunden. Es könnte eine Weile dauern, bis Akihiko wieder fit ist, so etwas darf sich nicht wiederholen. Außerdem nimmt die Anzahl der Opfer immer weiter zu. Ich habe ein ganz mieses Gefühl. Wir sollten alle unsere Kräfte sammeln. Ja, jetzt hätte ich die Frage, soll ich jetzt von mir aus dahin gehen oder passiert das eh automatisch? Ja, von mir aus können wir das irgendwie mal erkunden. Das ist ja in Ordnung, wir brauchen noch den Panzer, aber jetzt. Ich glaube, die Story leitet uns jetzt automatisch da gleich hin, ne? Wahrscheinlich, wenn ich nicht selbst gehe, zwingt die mich irgendwann da rein. Kann ja auch sein. So, fühlt sich normal. Ja, was sagst denn du dazu? Ja, wie kann ich helfen? Fertig. Nur, weißt du was? Ich habe jetzt gespeichert. Ich kann ja mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Dann gehe ich jetzt erstmal pennen. Und dann passt das schon, würde ich mal sagen. Ich denke auch, dass du irgendwann gezwungen wirst. Aktuell kannst du ja nichts machen, außer halt die Mission. Oder die Aufträge. Ja, ja. Ich glaube auch. Also. Uns wird wahrscheinlich erstmal die Möglichkeit gegeben, dass wir Tartarus erkunden, falls wir bis jetzt noch nicht an den Punkt gekommen sind. Aber wir haben ja gut vorgelegt, deswegen. Ja, also nochmal lernt durch nicht. Ruhe mich mal lieber aus. Passt schon. So, Samstag. Du fühlst dich ausgeruht. Freut mich. Du kommst eine Unterhaltung mit. Lass mich raten. Zwischen der Klatschtante und dem lauten Mädchen. Morgen beginnt die Golden Week. Hast du was vor? Nicht wirklich, aber ich verpasse auf keinen Fall die Sendung morgen. Ah ja, du meinst Tanakas Sendung, oder? Wenn ich diesen Jingle höre, muss ich einfach was kaufen. Kennen wir nicht Tanaka? War das nicht der... Also, Spoiler in Anführungsstrichen, so ein großer Spoiler ist es nicht, aber war das nicht der diese dubiose Internet-Webseite hatte, wo wir das Zeug kaufen konnten? Ja, so die Dark-Webseite aus Teil 5, kann das sein? Wenn sie Sonntagnachmittags läuft, sehe ich sie immer. Und bald bin ich pleite. War es auch Tanaka? Hieß der so? Der Unterricht ist für heute vorbei. So, der Unterricht ist vorbei. Ich glaube ja. Das wäre natürlich ziemlich witzig, wenn das der gleiche Typ wäre, ne? So. Ich will jetzt auf jeden Fall mal gucken, Bogenschießen. Aber Wahnsinn, dass du dir ausgerechnet den Namen gemerkt hast. Ich weiß auch nicht, ich kann mir sonst überhaupt keinen Namen merken, aber der hat scheinbar irgendwie einen Eindruck auf mich hinterlassen. Ich weiß nicht. Ich hatte gerade so diese... Manchmal habe ich solche kleinen Geistesblitze, diese Assoziation hatte ich gerade im Kopf, keine Ahnung. Ja, wie dem auch sei. Ja, Lehrerzimmergang. Nee, Klassenzimmergang. Gucken wir uns jetzt mal... Oh, Klassenzimmer interessiert mich nicht. Ah, wo ging es jetzt nochmal lang? Siehst du, jetzt fängt es nämlich schon wieder an. So, Bogenschießen müsste ja eigentlich hier irgendwo draußen sein, ne? So, jetzt haben wir hier den Gang. Kann ich damit eigentlich noch irgendwas machen? Hier wächst ein kleiner Baum. Er scheint eine besondere Bedeutung für das alte Paar im Antiquariat zu haben. Das wissen wir ja bereits. Alles gut. So, Hallenbad, Sporthalle. Sporthalle, könnte da vielleicht Bogenschießen sein? Das Kendo-Team trainiert ja wohl gerade. Auf der Kendo-Team ist voll. Da hinten. Sportplatz. Diese Tür führt dahin, wo das Leichtathletik-Team trainiert. Ist vollzählig. Ja, können wir momentan überhaupt Bogenschießen machen? Ich glaube nicht, oder? Ich meine, das ist ja alles hier sportzentriert. Dieser Gang. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass wir da nicht viel machen können. So, können wir überhaupt mit irgendjemandem quatschen? Oder können wir irgendwas jetzt verbessern? Weil gerade... Labor ist verschlossen, könnte auch sein, dass es irgendwo anders ist. Ja, weißt du was, wir gucken uns mal ganz in Ruhe rum. Ganz in Ruhe um. So, Physikraum. Fotoclub ist auch voll. Aber ich bin mir jetzt ziemlich sicher, dass die ganzen Clubs wirklich auch noch für uns verschiedene Social Links sind. Hauswirtschaftsraum. Okay, wir sind zu dumm dafür. Okay, also wir müssen auf jeden Fall Wissen verbessern, damit wir die Notiz, die zur Hälfte japanisch ist, was wir eigentlich sprachlich beherrschen sollten, lesen können. Aber scheinbar reicht das immer noch nicht aus hier.
So, Hauptfoyer. Anschlagbrett. 13. bis 17.04. 18. Zwischenprüfung, Abschlussprüfung, Pause nach den Prüfungen. Sommerferien, also jetzt sind wir noch nicht. Wir können mal Sima fragen. Ah ne, die verkauft ja nur ihre komischen Dinger oder ihre Brötchen. Ja, interessiert mich nicht. Ich will mit dir reden. Ja, nee. Kann mir auch nicht helfen. So, was haben wir hier noch? Lehrerzimmergang. Gucken wir mal. Yukari. Quatsch. Yukari, Mitsu. Holgen, gehst du jetzt nach Hause? Boah, bis später. Bis bald. Lehrerzimmer. Sollte aus gutem Grund eintreten. Anschlagbrett. Auch wieder Lehrerzimmer. Bibliothek. Ich will nicht lernen. Nee. Krankenzimmer. Gehen wir einfach mal rein. Warum nicht? Wie kann ich dir helfen? Bedenke jedoch, dass du bei meiner Forschung mich unterbrichst, ne? Du bist gesund genug. Meine Augen lassen sich nicht täuschen. Zurück in den Unterricht mit dir. Er kümmert sich nur um dich, wenn du krank oder erschöpft bist. Sehr interessant. Also wenn wir mal, merkt ihr das mal bitte, wenn wir extrem erschöpft sind, gehen wir mal zu dem, weil der wird wahrscheinlich auch ein neuer Social Link sein. Also ich sag mal, so ein Dr. Maruki ist er nicht gerade, ne? Aber wir nehmen es trotzdem mal an. Ne? So. Ja, scheinbar können wir wirklich nicht viel machen. Dann müssen wir gehen wir mit Mitsuru nach Hause. Gehst du jetzt nach Hause? Ja, kommst du mit? Tut mir leid, ich hab zu tun. Ich will noch eine Runde lernen, bevor ich zurückgehe. Vernachlässige bloß nicht dein eigenes Studium. Ich weiß, du hast viel um die Ohren, aber Lernen sollte bei Schülern oberste Priorität haben. Schule, Lernen und Wissen sind dir wohl sehr wichtig. Wenn du ein Genie wärst, würde sich vielleicht mit dir abhängen. Ach du Scheiße, Genie. Okay, also Mitsuru ist Maruki auf Wischbestand. Ja, genau so. So sah er wirklich aus, ja. Okay, also wir müssen extrem intelligent sein, um mit Zuru abzuhängen. Das ist ja die Frage. Also entweder wir gucken uns noch ein bisschen um, ob wir irgendwo ein Social Link verbessern können. Das wäre für mich immer generell die größte Priorität. Müssen wir mal gucken, wo wir das machen können. Vielleicht können wir nochmal den Alten abhängen oder so. Bitte Burger. Brauchst mehr Mut? Nein. Ein Antiquariat? Oh, komm, machen wir einfach mal. So. Iwatoda, Einkaufsstraße. Antiquariat, Bookworms. Seltsam. Ich könnte schwören, ich hätte es hier gelassen. Wo ist mein Katheter? Aber ich kann es einfach nicht finden. Suchen Sie etwas? Also, wir werden Ihnen trotzdem nicht helfen, aber wir sind einfach mal so nett. Pleugenschaden, mein süßer Narr. Woher wusstest du das? Kannst Gedanken lesen, ne? Und Kichi wirkt überrascht. Das glaube ich. Das ist wahrscheinlich so, wenn man ein dauerhafter Mensch ist, ja. Ich suche meine Brille. Nein, meine Brieftasche. Ich helfe beim Suchen. Da muss ich ihn einfach nur auf die Stirn klatschen. Hier, guck mal da direkt. Deine Brille ist direkt auf deiner Nase sitzend. Wow, Pleugenschan, du kannst wirklich Gedanken lesen. Ich dachte gerade, wie schön es wäre, wenn uns jemand helfen würde. So, was steht heute an? Wie wär's mit, heute ist der Badetag, du musst mich heute waschen und mir den Rücken schrubben. Bunkichi wirkt überrascht. Du suchst mit Bunkichi und Mitsuko nach der Geldbörse. Wo könnte sie sein? Heißt es das? Was ist denn das, was aus deiner Tasche ragt, Pleugen? Moment, wonach suchen wir? Konnichiwa, hallo. Ah ne, das ist jemand anders jetzt, ne? Mysteriöser Fremder. Ich habe das draußen auf dem Boden gefunden. Gehört es Ihnen? Ich denke mal, das soll ein Franzose sein von dem Akzent her. Der mysteriöse Fremde gibt Bunkichi eine Geldbörse. Wow, das ist sie. Ich habe schon überall danach gesucht. Mensch, ist sie aber leicht geworden, ne? Die ist zwar nicht aus Gold, aber ich freue mich, sie wieder zu haben. Sumimasen, Entschuldigung. Bist du nicht der Neuzugang, über den alle reden? Oh Gott, alle reden, ernsthaft? Ich besuche dieselbe Schule, Gekugon. Wer bist du? Ich bin ein Austauschschüler aus Frankreich. Mein Name ist André Laurent Jean Giraud.
Also noch französischer geht's echt nicht. André Laurent Jean Rireux, La Baguette La Fromage. Aber alle nennen mich Bebe. Bebe, warum? Okay. Bebe. Hallo Bebe. Ich mach einfach mal Bunkum. Hajime Majite, ich freue mich auch. Ich arbeite jeden Tag im Hauswirtschaftsraum. Sag einfach Hallo, wenn dir langweilig ist. Offensichtlich sehen wir uns. Sayonara, au revoir, la baguette, la fromage, le Eiffelturm. Tschüss. Baby verlässt den Laden. Na, das war doch schon mal ein interessanter junger Mann. Viel interessanter als du, Pleugen. Du bist total austauschbar. Ich dachte, er wäre in meiner Geldbörse. Ah, da ist er ja. Ich wusste, dass er hier drin ist. Liebling, ist das der Schlüssel für... Liebes, du weißt doch, was das ist. Das ist der Schlüssel für das Sohn... Das Auto unseres Sohns. Pleugen-chan wiederzusehen hat mich daran erinnert, wie es mal war. Ach, damals vor 5000 Jahren. Ich habe diesen Motor schon lange nicht mehr aufkeulen hören. Wie sehe ich aus, Liebes? Bin ich nicht sexy, hä? Bitte nicht. Steig nicht in dieses Auto. Willst du, dass ich Witwe werde? Ich will jetzt nichts Böses sagen, aber ich meine, lange wird es wahrscheinlich eh nicht mehr dauern, ne? Was ist so schlimm an einem Auto? Haben Sie Angst, allein zu sein? Na komm, das ist ein bisschen zu persönlich, das ist mir jetzt so psychologisch. Ich sag einfach, was ist so schlimm an dem Auto? Ach, Pleugen-chan, meine ich. Tut mir leid, dass ich laut geworden bin. Hab ich dich erschreckt? Ja, voll aggressiv, ja? Unser Sohn! Erinnerst du dich, was ich dir erzählt habe, wie er gestorben ist? Auf dem Heimweg von der Arbeit hatte er einen Unfall. Der betrunkene Fahrer eines Mülllasters rammte ihn. Ach du Scheiße. Das ist auch solch unwürdiger Tod, meine Güte. Der betrunkene Fahrer eines Mülllasters. Ein grauenhafter Unfall. Pleugen-chan, hau mich bitte! Hau mich, Sensei, weil ich so unsensibel war. Vor lauter Aufregung habe ich vergessen, wie sich meine Frau fühlen könnte. Ich bin so ein... Ich hasse mich. Funkichi hat ein schlechtes Gewissen. Funkichi und Mitsuko erzählen dir eine Geschichte über den Tod ihres Sohns. Eure Beziehung ist jetzt stärker. Ja, nice. Aber wer hätte gedacht, dass wir mit dem alten Paar eigentlich momentan so den stärksten Bond haben, ne? Also irgendwie so, mit unseren ganzen Mitschülern kommen wir nicht klar, scheinbar. Ja, aber so mit den alten Leuten klappt es scheinbar irgendwie, ne? Immerhin. Ach, weißt du, bin ich voll fein damit. So, Rang 3 schon. Nice. Hierophant. Der Social Link altes Paar hat Stufe 3 erreicht. Deine Macht, Personas des Arcanas Hierophant zu erschaffen, ist angestiegen. Die Rentner sind am simpelsten. Ja, wahrscheinlich, ne? Aber scheinbar haben wir jetzt auch einen neuen Social Link, einen potenziellen Social Link freigeschalten mit dem Hauswirtschaftsraum. Also so läuft es dann wahrscheinlich, ne? Warum sollten wir uns davon runterziehen lassen, ne? Ich hab meine Geldbörse wieder, also lass uns essen gehen, Liebes. Danke für deine Hilfe beim Suchen, Pleugen-chan. Das hier ist dein Taschengeld, ne? Und Kichi steckt ein Heilmittel in deine Tasche. Naja, ich weiß ja nicht, was bei ihm Heilmittel ist oder so. Wahrscheinlich hat er mir einfach eine Dose, Dings hier gegeben, sag schon hier, Viagra, man weiß es nicht. Oder Morphium, ja, das auch. Heilmittelhalten. Du verabschiedest dich von Bunkichi und Mitsuko und beschließt zurück ins Wohnheim zu gehen. Das war doch mal sehr erfolgreich.